Es gibt sie überall in der Schweiz. Sie bewahren einzigartige Naturlandschaften, erhalten Traditionen, fördern Nachhaltigkeit und Biodiversität. Die Naturperke der Schweiz. Von insgesamt 20 Perken von nationaler Bedeutung zeigen wir Ihnen 5. Wir, das sind eine Moderatorin und zwei Moderatoren aus verschiedenen Landesteilen der Schweiz. Ala Orange für RTS, Binja Silberschmied für SRF und Christian Bernasconi für RSI. In einer Gemeinschaftsproduktion der SRG entdecken Sie die Naturperke der Schweiz. Der Schweizerische Nationalpark ist der älteste Nationalpark der Alpen und bisher der einzige der Schweiz. Er liegt im Kanton Graubünden, genauer im Engadin, zwischen 1400 und 3200 Metern über Meer. Sein Netz von Wanderwegen umfasst über 100 Kilometer. Ein idealer Ort, um die Natur in ihrer ursprünglichen Vielfalt aus der Nähe zu betrachten. Mit ein bisschen Glück begegnet man auch einigen der vielen Wildtiere, die hier heimisch sind. Das Moderationstrio trifft sich im Schloss Wildenberg in Zernetz, in dem die Verwaltung des Schweizerischen Nationalparks zu Hause ist. So vielfältig wie die Natur ist auch unsere Kultur. Deshalb sprechen alle ihre eigene Sprache. Also, wir sind in Zernetz. Ich muss für meine erste Etappe bei Jump Lunch aussteigen. Und ich habe hier auf dem Weg zu der Gluotza-Hütte, glaube ich, etwa hier habe ich ein Treffen. Ich habe am Ofenpass abgemacht, ungefähr hier. Hoffentlich finde ich das. Ich lasse mich überraschen. Allegra. Hallo. Kann ich helfen? Sehr gern. Sie kommen wie gerufen. Wir sind an verschiedenen Orten verabredet, kennen uns hier aber nicht so gut aus. Die Wege sind doch ausgeschildert, oder? Ja, die Treffpunkte findet ihr gut. Die Wanderwege sind bestens markiert. Ihr müsst aber auf dem Weg bleiben. Wie ist es? Gibt es die Wahrscheinlichkeit zum Steinböck? Es gibt gewisse Gebiete, wo man sie sehen kann. Wenn ihr keinen Steinbock seht, haltet trotzdem immer die Augen offen. Es gibt viel Schönes zu entdecken, auch kleinere Tiere. Hört sich gut an. Mich faszinieren nämlich auch die ganz kleinen Tierchen. Also gut, wir sind bereit. Hoffentlich finden wir alles. Binja, Christian und Alain machen sich auf ihre Entdeckungsreise durch den bisher einzigen Nationalpark der Schweiz. Seine Gründung geht auf das Jahr 1914 zurück, als eine Gruppe von naturliebenden Visionären beschloss, diesen Raum zu schützen. Heidi Hanselmann ist Präsidentin der Kommission des Stiftungsrates des Nationalparks und führt heute die Grundanliegen der Gründer weiter. Binja Silberschmied trifft sie an einem besonderen Ort. Heidi Hanselmann, wir haben beim Stein abgemacht, wo einem von den Gründer vom Nationalpark gewidmet ist, an Paul Sarrazin, weil vor über 100 Jahren ist da Geschichte geschrieben worden. Ja, wir können sogar sagen, Naturzeitgeschichte ist da geschrieben worden, eine Pionierleistung hat man gemacht, auch noch dazu mal, zu einer Zeit, man muss sich da vorstellen, wo Biodiversität und Klimawandel natürlich noch überhaupt nicht Thema war.
Aber man hat schon hier gesagt, man will eigentlich ein Stück Land in dieser Schweiz, wo man der Natur zurückgibt und wo die Natur Regie führt. Das heisst, wenn Lawinen abdonnern, dann ist das dann, wenn es ist. Die werden also nicht aktiv ausgelöst. Wenn ein Bach über die Ufer tritt, dann wird er nicht zurückgezwungen ins Bachbett. Oder wenn ein Baum umfällt, dann bleibt er dort, wo er ist. Und die Natur, ja, die schaut dann, was sie daraus wieder macht. Wir haben von dem her eine Schatztruhe, darf man sagen, die gefüllt ist mit einer Pflanzenvielfalt, mit einer Tierwelt, die spannend ist zu beobachten. Und das ist einzigartig in der Schweiz, eben echt wild. Eben, die Natur hat hier den allerhöchsten Schutzstatus im Nationalpark. Was heisst das für den Menschen? Das heisst natürlich, dass es Regeln gibt, die man einhalten tut. Also, wenn man geht spazieren, dann bleibt man auf dem Weg. Also, man geht nicht irgendwo hinter einem Baum schauen, weil man etwas gesehen hat. Man tut rasten auf den Rastplätzen, die gekennzeichnet sind. Dort ist es übrigens immer spannend, weil man auch Murmeltiere aus der Nähe beobachten. Man kann nicht mit dem Bike durch den Nationalpark. Das ist natürlich klar. Und auch der Hund, der bleibt daheim. Jetzt ist der Nationalpark der älteste von den Alpen. In der Schweiz ist er der einzige. Wieso gibt es eigentlich nicht mehr? In der heutigen Zeit, in dieser Gesellschaft, wo halt die Individualität schon wirklich die tägliche Begleiterin ist von den meisten Menschen, ist es ganz schwierig, wenn man eine Landschaft möchte umfunktionieren möchte, die genutzt wird, die für die Wirtschaft, für die verschiedenen Branchen, vielleicht die Landwirtschaft oder jetzt auch Gärtnereien, wie auch immer, oder Tourismus, wichtig ist, hier zurück zu buchstabieren, ist kaum möglich. Und dann kommen die Befürchtungen und Ängste der einzelnen Menschen. Oh, da darf ich nicht mehr biken, da darf ich nicht mehr jagen, da ist das Fischen verboten, da darf ich nicht zelten. Und dann aus diesen kleinen Bedenken, die eigentlich im Einzelnen kleine Nein sind, gibt es bei einer urdemokratischen Abstimmung halt ein grosses Nein. Jetzt, was beim Nationalpark speziell ist, die Strategie, die wird auf nationaler Ebene, auf Bundesebene gemacht. Sie sind Präsidentin vom Stiftungsrat. Was haben Sie in dieser Funktion jetzt Neues entdeckt? Sie haben den Park noch mal ein bisschen aus einer neuen Perspektive kennengelernt durch das. Ja, ich bin eine leidenschaftliche Berggängerin und Bergsteigerin und von dem her kenne ich natürlich schon von früher her, was mir aufgefallen ist, ja, wie viel strategische Arbeit dahinter steckt, aber auch operative Arbeit. Das heisst, zu schauen, dass der Park wirklich geschützt bleibt und ist. Und die Forschung nimmt ganz einen grossen Teil ein. Das habe ich vorher gar nicht so wahrgenommen. Der Nationalpark, weil wir natürlich faszinierende Datenreihen haben über mehr als 100 Jahre, ist der sehr interessant für Forscherteams, nicht nur jetzt in der Schweiz, sondern international. Das gibt uns Erkenntnis, jetzt gerade auch im Klimawandel, sind derartige Faktenlagen, die man aus dem Nationalpark ziehen kann, sehr wichtig und helfen uns hoffentlich weiter, auch Antworten zu finden. Und ich weiss, dass es bei Ihnen jetzt noch weitergeht, nämlich Richtung Gluotza-Hütte. Ich wünsche Ihnen eine ganz gute Wanderung und danke, dass Sie da einen Stopp eingelegt haben. Danke vielmals. Ihnen auch noch einen schönen Tag. Merci. Auf ihrem Weg werden beide Frauen vom Gesang eben jenes Vogels begleitet, der das Logo des Nationalparks ziert, der Tannenhäher. Ein erstaunlich geschickter Vogel, der sich fast ausschließlich von Arvennüssen ernährt und diese als Wintervorrat im Boden versteckt. Die Nüsse, die er vergisst, treiben dann im nächsten Frühjahr aus. Der Tannenhäher ist damit ein Symbol für das Zusammenspiel in der Natur und daher auch zum Wahrzeichen des Nationalparks geworden. Biologe Christian Bernasconi hat eine große Leidenschaft für die Naturfotografie.
Deshalb trifft er sich mit einem, der schon seit Jahrzehnten die Eigenheiten des Nationalparks mit der Kamera festhält, Hans Lotzer. Hey, bon dia. Ciao, Chris. Was machst du hier? Schau, ich mache Fotos. Fotos? Ja, vom Wald. Ich nehme an, du fotografierst Ameisen. Du hast ja Studien über sie gemacht. Nein, ich weiß doch, dass es hier auch andere schöne Sujets gibt und fotografiere für einmal die Blumen und den Wald. Schön, da hast du recht. Hier gibt es mehr als nur Ameisen zu sehen. Wie ich sehe, bist du viel besser ausgerüstet als ich. Naja, du bist hier ja auch verantwortlich für die Kommunikation. Stimmt, du weißt ja, wie enorm wichtig gute Fotos für uns sind. Ja klar, wofür verwendest du deine Fotos? Vielseitig. Wir leben heute in einer visuellen Welt. Daher brauchen wir die Fotos für unsere Drucksachen, Bücher, Prospekte und heutzutage natürlich auch für die sozialen Medien. Vieles ist anders heute. Heißt, ohne unsere Bilder wäre es viel komplizierter, mit den Menschen zu kommunizieren. Und ihr braucht sie auch für Ausstellungen im Informationszentrum, richtig? Stimmt. Wir wollen eine ganz neue Ausstellung machen. Und dazu brauchen wir enorm viele Fotografien und auch Filme. Da sind wir froh, auf einen großen Bestand an Bildern zurückgreifen zu können. Mittlerweile schießen die Leute wohl auch hier den ganzen Tag Fotos wie Trophäenjäger, um mit diesen möglichst viele Likes zu sammeln. Wie geht ihr mit diesem Problem um? Das Problem kennen wir gut, dass auch Leute ohne wirkliche Beziehung zur Natur hier aufkreuzen, nur um kurz ein paar Fotos zu schießen und in die sozialen Medien zu stellen. Einzig um zu zeigen, dass sie auch hier waren. Es gibt schon kritische Situationen. Dann zum Beispiel, wenn jemand mit seiner Drohne unterwegs ist und diese steigen lässt. Das gibt eine Buße. Es geht nicht anders, weil wir ein Umweltschutzgesetz haben und wir hier recht streng sind. Aber klar, wir versuchen mit den Leuten zu reden. Wir erklären ihnen, dass der Nationalpark dem Schutz der Natur dient. Normalerweise funktioniert das gut, aber eine gewisse Gefahr besteht, dass die Natur als Kulisse missbraucht wird. Klar, das oberste Ziel ist ja der Naturschutz. Dazu kommen die wissenschaftliche Forschung sowie der Tourismus. Ihr müsst also verschiedene Bedürfnisse abdecken. Daher ist Information sehr wichtig. Das ist genau der Punkt. Es ist eine Gratwanderung zwischen dem totalen Schutz der Natur und der Kommunikation mit dem Publikum. Es ist immer eine sehr dynamische Sache, die auf die eine oder andere Seite kippen kann. Ich würde gerne von deiner Erfahrung profitieren. Kannst du mir ein paar Tricks verraten, um schöne Bilder zu machen? Mir zuliebe? Na, übertreib mal nicht. Ich kann dir gerne ein paar Tipps geben und du kannst auch meine Kamera ausprobieren. Und dann schauen wir, was wir hier finden. Dort haben wir ein sehr gutes Licht. Siehst du es? Wie die Morgensonne reinkommt. Es ist wichtig, den richtigen Ausschnitt zu bekommen. Die Schärfe muss ungefähr in der Mitte sein. Dann geht das Licht nach hinten weg. Das macht das Bild besonders schön. Um die Stimmung einzufangen. Diese Atmosphäre ist es, ja. Der zentrale Punkt dafür ist das Licht für das Bild. Ich glaube, wenn man im richtigen Moment am richtigen Ort ist, dann kann man immer ein gutes Foto schießen. Also machen wir Folgendes. Du machst ein Foto, ich mache eins. Dann sehen wir den Unterschied. Thank you.
Wie von einem anderen Planeten. Hier sind die Blätter scharf und da geht die Schärfe nach hinten weg. Schön so, wie das Licht da reinkommt. Ein ganz anderer Blick auf den Nationalpark. Er wird von einer langen Straße durchquert. Das mag überraschen, aber die Straße verbindet die Schweiz mit Italien und ist sehr wichtig für den täglichen Pendlerverkehr. Auch Florin Fili, Leiter Naturschutz und Naturraummanagement des Parks, beschäftigt die Straße jeden Tag. À la Orange trifft ihn zum Gespräch. Denn hier entsteht ohrenbetäubender Lärm, was sich markant auf den umliegenden Schutzraum auswirkt. Der Park versucht, den Schaden für die Tier- und Pflanzenwelt, aber auch die Verkehrsteilnehmenden möglichst klein zu halten. Darum sind Lösungen gefragt. Bonjour Florine. Allegra Alain. Comment ça va? Ah, bye. Wie war die Fahrt? Viel Verkehr? Si. Du bist mit einem großen Auto angereist, aber das gehört zu deinem Beruf. Ça tombe bien, on va parler de trafic routier justement. Florin, wenn man diese fast 20 Kilometer lange Straße bis zum Ofenpass sieht, steht das schon im Widerspruch zu diesem Naturschutzgebiet. Es herrscht dichter Verkehr. Ja, diese Straße über den Ofenpass ist ein großer Widerspruch zum Schutz des Nationalparks. Diese Straße verbindet das Engadin mit dem Val Müstair und Livigno. Und jährlich fahren eine halbe bis eine Million Autos über den Pass. Damit musste man seit Beginn leben, da diese historische Verbindung auch schon 1914 bestand. Mit einem Unterschied. Damals war das Autofahren in ganz Graubünden verboten. Das hat sich sehr verändert, nicht wahr? Ja, bis 1925 waren Autos verboten. Aber seither gibt es diesen Verkehr über den Ofenpass. Frühere Dokumente zeigen, dass der Verkehr über den Ofenpass schon ab 1933 die Natur des Parks störte. Und das hat sich verstärkt. Ab den 80er Jahren setzt man auch Herbizide ein, um die Straßen und Mauern zu erhalten. Seither versucht man immer wieder Lösungen mit dem Tiefbauamt zu finden. Damit muss man also leben. Da sind einmal der Lärm und die Luftverschmutzung. Zudem haben die Tiere keinen Übergang von der einen zur anderen Seite. Was sind Ihre größten Sorgen? Es gibt verschiedene Aspekte. Einerseits kann der Verkehr invasive Pflanzen im Gebiet verteilen. Andererseits können die Tiere die Ofenpassstraße teilweise nicht überwinden. Auch kleinere Gebiete sind beeinflusst, zum Beispiel durch das Streusalz, das 40 bis 50 Meter neben der Straße in den Boden und in die Quellen gelangt. Das Salz vom Winter hat einen relativ großen Einfluss hier. Siehst du Tiere, die beim Überqueren getötet wurden? Ja, das passiert immer wieder, dass große Tiere wie Hirsche mit Autos zusammenstoßen. Das bekommen wir natürlich mit. Weniger Kenntnis haben wir von Unfällen mit kleineren Tieren wie Hasen oder Füchsen. Welche Lösungen gibt es? Lärmschutzwände oder Leitsysteme, die die Tiere zu den Übergängen führen? Ist so etwas denkbar? Wir denken immer wieder über Lösungen nach. Aber wir müssen darauf achten, dass die Ofenpassstraße nicht noch zusätzlich beeinträchtigt wird. Seit 10 Jahren suchen wir nach Lösungen. Zum Beispiel haben wir das Tempo reduziert, dort, wo Fußgänger die Straße überqueren. So konnten wir den Verkehr über den Ofenpass etwas beruhigen. Aber die perfekte Lösung gibt es nicht. An diesem Problem arbeiten wir weiterhin. Vielen Dank, Florin. Ich mache mich wieder auf den Weg. Neben den Widersprüchen am Boden gibt es aber auch Erfolgsgeschichten, die hoch über dem Park schweben.
die Rückkehr von Bartgeiern und die Zunahme der Steinadler. Dieser Adlerhorst in der Region Ilforn wird seit Jahren wieder bewohnt. Und auch der Bartgeier ist im Nationalpark wieder anzutreffen. Er ernährt sich größtenteils von Knochen und ist damit ein wichtiger Gesundheitspolizist in den Steilhängen, wo er tote Tiere und Fallwild entsorgt. Der Nationalpark ist für mich ein magischer Ort. Er begleitet mich eigentlich schon das ganze Leben. Den ersten Berührungspunkt hatte ich als kleines Mädchen, wo ich einmal Märchenkassetten gelassen habe. Unter anderem den Globi im Nationalpark, wo er den Parkwächter Hitch getroffen hat oder mit dem Murmeltier kommunizieren konnte. Und dann vor mittlerweile 30 Jahren sind das auch schon in der Primarschule. Da haben wir hier hinkommen, wo die Bartgeier wieder angesiedelt worden sind. Wir dürfen die Vögel, die riesigen Vögel, in der Luft bestaunen. Man muss sich vorstellen, ein Bartgeier hat eine Flügelspannweite von über 2,5 Metern. Also das ist nichts dagegen. Und darum gehören sie auch zu den grössten flugfähigen Vögeln in der ganzen Welt. Und mittlerweile ist der Nationalpark für mich, vor allem im Herbst, so ein bisschen zu einem Fixpunkt geworden. Jedes Jahr im Nationalpark hat es viele Lärchen. Und die Lärchen sind die einzigen Nadelbäume im Alpenraum, die ihre Nadeln verlieren. Aber bevor sie die verlieren, verfärben sie sich so goldgel. Und das taucht dann das ganze Unterengadin und natürlich auch den Nationalpark in eine wunderschöne Farbe gebracht. Und das wird ich mir einmal nicht entgehen, ich komme da einmal so ein bisschen aufsaugen. Aber bevor ich jetzt noch weiter schwärme, es gibt noch ganz viele Sachen zu entdecken, auch für mich, die neu sind in diesem Park. Dieser Fluss durch den Wald, das ist der Spöhl. Er entspringt in der Nähe der Forgola di Livigno und fließt über den Livigno-Stausee in die Schweiz und durch den Nationalpark, bevor er in den Inn mündet. Sein kristallklares Wasser liefert magische Bilder. Doch der Schein kann trügen. Es gibt selbst hier auf dem Gebiet des Nationalparks Gefahren, die das Ökosystem bedrohen. So wurde der Flusslauf des Spüls vor ein paar Jahren nachhaltig kontaminiert. Der amtierende Nationalparkdirektor erklärt à la Orange, was 2016 passiert ist. Salut Rudi! Salut Alain, wie geht's? Gut, wie sehr hattest du die gleiche Idee? Der Blick von hier oben auf den Spöhl ist echt wunderschön. Das ist schön für dich. Ich bin natürlich häufig unterwegs, weil das eines von unseren ganz grossen Problemen ist, das wir im Moment haben am Spöhl. Aber du hast recht, es ist wirklich wunderbar, gell? Schön, ja. Aber als du vor knapp 3 Jahren die Parkleitung übernommen hast, hast du eine vergiftete Akte geerbt. Denn 2016 entdeckte man, dass der Fluss mit PCB, polychloriertem Biphenylen, verseucht ist. Eine Chemikalie, die seit über 30 Jahren verboten ist. Was ist passiert? Ja, es kommt vor allem aus dem ganzen System, aus der Staumauer. Man hat dort Revisionsarbeiten gemacht aus der Staumauer Puntalgal, die ein paar Kilometer weiter oben ist. Und dann ist bei dieser Revisionsarbeit dann ist PCB ausgetreten, beziehungsweise eigentlich der Staub von der Farbe, die man entfernt hat. Und dann hat man das festgestellt und gemerkt, dass PCB ist in Fluss. Und im Anschluss daran haben wir natürlich auch gemerkt, dass schon vorher PCB in Fluss ist, die letzten 50 Jahre.
Soweit ich weiß, waren die untersuchten Fische kontaminiert. Zudem wurde 2020 ein toter Uhu gefunden, ein Teufelskreis in der Nahrungskette. Das Wasser kontaminiert die Fische, diese werden von der Eule gefressen und die stirbt dann ebenfalls an einer PCB-Vergiftung. Das ist eigentlich richtig, ja, weil das Problem ist ja nicht eigentlich, also es ist natürlich auch das Problem, das PCB im Sediment, dort liegt es, aber dann geht es über Pflanzen, über Tiere weiter. Wir haben gemerkt, die Fische sind sehr stark kontaminiert. Und die Überraschung war dann schon der Uhu, den wir gefunden haben. Weil das haben wir nicht gewusst. Wir haben aus der Literatur gewusst, dass der Uhu stark belastet ist oder dass Vögel stark belastet sind. Aber wenn man es dann quasi im eigenen Gebiet findet und der ist dermaßen verseucht, dann hat uns das schon verschreckt eigentlich wieder. Was wir dann auch gelernt haben, natürlich, ist, dass also viele Leute uns gefragt haben, dass ein Uhu Fisch frisst. Aber das macht er natürlich in dem Gebiet, wo er kann, einen Fluss hat, wo das Fisch drin hat, frisst der Uhu Fisch. Und es ist ziemlich eindeutig, dass das von dem kommt. Das ist klar. Der Fluss muss also gesäubert werden. Da stellt sich die Frage der Verantwortung. Wer bezahlt? Es geht um etwa 15 Millionen Franken? Ja, das Wort Minimum ist hier ganz wichtig. Also man hat mal von 15 Millionen geredet. Die Zahl ist von den Engadinenkraftwerken ins Spiel gebracht worden mit ersten Schätzungen. Aber das würde eigentlich nur die Hälfte vom Fluss von dem Abschnitt, jetzt von diesen 6 Kilometern, wo wir hier am Ende sind, würde das betreffen. Und wir haben uns dann gewehrt als Nationalpark, weil wir gesagt haben, es kann nicht sein, dass man nur die Hälfte saniert. Man muss alles sanieren. Der Uhu hat uns das gezeigt. Man kann nicht die Hälfte lassen. Und jetzt müssen wir halt über die Kosten noch mal diskutieren. Das PCB verschwindet ja nicht von selbst. Dazu braucht es Hunderte von Jahren. Die Folgen für die Tiere sind wohl erheblich. Ich nehme an, das Gift kann sich auch auf den Fortpflanzungszyklus auswirken. Ja, das ist eine spannende Frage. Also das weiß man eigentlich schon lange, dass es krebserregend ist, dass es das Fortpflanzungssystem, das Immunsystem von uns Lebewesen, da gehören die Menschen dazu, beeinträchtigt. Man ist davon ausgegangen, dass teilweise der Fischotter wegen dem ausgestorben ist in den Schweizer Bächen. Wir werden als Menschen belastet von dem PCB. Und es verschwindet nicht mehr, weil es ist ein künstlicher Stoff, den man hergestellt hat, dass er nicht verschwindet. Und baut sich kaum ab. Ja. Wann werden die Bauarbeiten beginnen, damit sich die Situation verbessert? Wir hoffen jetzt, dass wir mit dem Gespräch mit den Engadinenkraftwerken und auch den anderen Umweltverbänden, die auch Einspruch gegen den Entscheid vom Kanton erhoben haben, dass wir nochmal darüber diskutieren können, wie wir das sanieren. Wir wollen eigentlich vor allem die Flussteile sanieren, wo das abgelagert ist. Und das sind die ganz feinen Partikel im Sediment, also kleine 2 mm und kleiner. Das ist in den Bereichen, wo die Strömung sehr, sehr gering ist. Und wenn wir das herbringen in einem Vorprojekt, das wir jetzt gerade beschlossen haben, dass wir das jetzt den Sommer machen, nochmal mit Probenentnahmen, dass wir vor allem den unteren See hier nochmal anschauen, dann hoffe ich, dass wir 2024 die erste Etappe von der Sanierung machen können. Hoffen wir, dass es gelingt. Vielen Dank, Rudi Haller. Ich spaziere jetzt weiter, denn die Landschaft ist trotz allem sehr schön. Und ich gehe wieder retour. Alles gut. Das Beispiel Spöhl zeigt, wie schwierig es ist, den Nationalpark gegen die Einflüsse und Bedürfnisse des modernen Lebens abzuschotten. Kompromisse sind gefragt, mit dem Ziel, die Vielfalt und die Frucht des Lebens über das ganze Jahr bewahren und schützen zu können. Die Brunftzeit der Hirsche im Herbst oder die sozialen Familienbande der Murmeltiere. Und auch die Vielfalt der Blumen und Insekten wie diese Ameisen, das Spezialgebiet von Christian Bernasconi. Der Schweizerische Nationalpark ist der ideale Lebensraum für Steinböcke, Hirsche und Gämsen, aber auch für Murmeltiere, Adler und Bartgeier. Während meines Studiums beobachtete ich vor allem diese kleinen Ameisen. Die sind wirklich faszinierend. Man stelle sich vor, alle Waldameisen des gesamten Nationalparks zusammen würden bis zu 19 Tonnen wiegen, also fast so viel wie alle im Nationalpark lebenden Steinböcke.
Ameisen haben eine komplexe Sozialstruktur. Manchmal kann eine Ameisenkolonie Hunderte oder sogar Tausende von Ameisenhügeln bewohnen, die alle miteinander verbunden sind. Eines der auffälligsten Merkmale ist ihre Fähigkeit, sich mit Ameisensäure zu verteidigen. Sogar aus mehreren Zentimetern Entfernung. Im Nationalpark richtet sich alles nach dem Rhythmus der Natur. Was diesen zu einem interessanten Freiluftlabor für die wissenschaftliche Forschung macht. Buongiorno Sonia. Hi Christian. Ciao. Freut mich, dich an diesem schönen Ort zu treffen. Ja. Du bist gerade mit botanischen Beobachtungen beschäftigt. An welchem Projekt arbeitest du? In diesem Projekt gehen wir den Prioritätsarten auf den Grund, die hier im Park vorkommen. Das sind Arten, die die Schweiz eine spezielle Verantwortung hat, um sie zu schützen, weil sie entweder sehr selten sind, in speziellen Habitaten vorkommen oder außerhalb der Schweiz nicht sehr weit verbreitet sind. Für die Langzeitbeobachtung könnt ihr also auf Daten aus der Vergangenheit zurückgreifen? Wir haben alte Daten von Herbarien und von einer alten Flora, wo wir wissen, wo die früher gestanden sind. Und wir gehen nachprüfen, ob die dort immer noch sind. Und? Habt ihr etwas Besonderes gefunden? Ja, da hat es gerade mehrere sonnige Arten, so Feuchtgebietsarten, Säcke oder auch Talictrum alpinum, wo hier unten steht, wo schon früher hier vorgekommen sind und wir jetzt wieder gefunden haben. Zum Teil sind die 50, 60 Jahre lang nicht mehr beobachtet worden. Die sind immer da gewesen, aber es hat sie auch niemand so genau angeschaut. Du bist unter anderem für die Recherche und das Monitoring zuständig. Was machst du sonst noch alles? Ich bin sehr stark dafür verantwortlich, die Forschenden, die im Park arbeiten, und die kommen aus der ganzen Schweiz, zu koordinieren, dass die Natur nicht zu fest stören, dass die einander nicht stören in ihren Projekten. Die Forschung wird von einer Expertenkommission eigentlich geleitet und wir dann helfen, die Projekte, die im Park laufen, umsetzen. Das ist das eine. Das andere ist, wir haben selber eine Abteilung, die Forschung macht, die hauptsächlich zoologische Projekte hat, die Monitoring macht, also Langzeitbeobachtungen, wo aber auch, wie ich jetzt hier, botanische Aufnahmen macht. Und das ist meine Funktion, die zu leiten. Und dann sind wir natürlich auch aktiv in der ganzen Schweiz, um den Austausch mit anderen Forschenden zu pflegen und um uns quasi unsere Forschung und was im Nationalpark passiert, auch an die Öffentlichkeit zu bringen. Kannst du noch von anderen Projekten erzählen, an denen du besonders gerne arbeitest? Ja, einerseits sehen wir jetzt hier, dass da eben alles ungefähr gleich geblieben ist wie früher. Aber an anderen Orten sind wir sehr stark damit beschäftigt, auch zu beobachten, was sich in den letzten Jahren sich ändert. Zum Beispiel mit dem Klimawandel. Wir haben eine Langzeitforschung auf Berggipfeln, wo wir die Vegetationsveränderung über die Zeit anschauen. Da sind wir dieses Jahr stark beschäftigt damit. Ein anderes Projekt ist, dass wir Neophyten kartieren werden. Arten, die gebietsfremd sind, da, die zum Teil mit Wanderwegen oder entlang Strassen vielleicht sich ausbreiten. Und wir wollen eine Grundlage legen, um zu sehen, ob das ein Problem wird über die Zeit. Und ein grosser Treiber für das ist der Klimawandel. Also es wird immer wärmer. Und entsprechend kommen neue Arten, die früher hier gar nicht vorkommen konnten, können jetzt plötzlich hier vorkommen. Vielen Dank, Sonja. Du hast natürlich viel zu tun, deshalb lasse ich dich weiterarbeiten. Tschüss, Christian. Die wissenschaftliche Forschung ist ein wichtiger Teil, um die Biologie unserer Lebensräume zu verstehen und den Naturschutz stetig zu verbessern.
Dazu tragen auch Parkwächter bei, die mit ihren Beobachtungen und Zählungen nicht nur die Forschung unterstützen, sondern auch uns Besucherinnen und Besuchern die Schönheit der einmaligen Natur näher bringen. Bei dieser Aufsichtsseite trifft jetzt einen der 8 Parkwächter vom Nationalpark, der Notar Monvili. Ciao! Ciao, Binja! Schön, dass du mich im Park besuchst. Danke, es ist wunderschön da. Jetzt bist du also einer von denen, der schaut, dass man keine geschützte Pflanze, Edelweiss oder so, ausreißt und immer schön auf dem Wanderweg bleibt. Genau so ist es. Aber zum großen Glück müssen wir sehr wenige Bußen verteilen. Vielleicht 30 pro Jahr. Das sind wenige. Die Leute sind meist brav und sensibilisiert und halten die Regeln ein. Und du hast aber auch noch andere Aufgaben, ich weiß nicht, Wild beobachten oder... Ja, genau. Eine wichtige Aufgabe ist es, das Wild zu beobachten und es zu zählen. Das machen wir im ganzen Park. Wenn wir schon hier sind, schau da oberhalb der letzten Bäume, da sehen wir Hirsche. Hirsche. Damit geht es besser. Wenn du nach oben schaust, siehst du, bei den letzten Bäumen sind die Hirsche. Ah, wow! Siehst du die Hirsche? Die sind dann schön. Oh. Habt ihr viel von denen? Im gesamten Park zählen wir im Sommer total rund 2000 Hirsche. Aber gleich hier unten sehen wir etwas noch viel näher. Siehst du sie? Ja, ich sehe sie sogar von außen. Die Murmeltiere. Ist ein bisschen am Sonne genießen. Ja, genau. Die genießen jetzt die Sonne und den Sommer. Und dann, wenn die Tiere, ich weiß nicht, du hast jetzt eine Anzahl genannt, zählen da die? Was machst du nachher mit dem? Wir zählen die Wildtiere und ich mache mir meine Notizen. Ich schreibe genau auf, was ich sehe, ob es zum Beispiel Böcke oder Ziegen sind. Aha. Und all diese Zahlen gehen nach Zernetz ins Büro. Dort werden sie von den Forschenden analysiert, statistisch aufgearbeitet und am Ende publiziert. Ein paar der Tiere tragen ein Sendehalsband. Diese Daten gehen automatisch via GPS auf den Computer. Dass man die Bewegung der Tiere sieht. Und ich sehe, du notierst da eben Rothirsche, Steinböcke, Gems und so. Aber ihr habt ja auch Grossraubtiere. Hast du die auch schon gesehen? Ja, das ist besonders interessant. Ich hatte das Glück, einen Wolf zu sehen. Ganz aus der Nähe. Und kürzlich auch den Bären. Das sind sehr emotionale Eindrücke, die bleiben. Emotional, beim rechten Fischbein. Es ist schon etwas sehr Spezielles. Spezial. Und du machst ja diesen Job schon seit 27 Jahren. Also mal Chapeau für das. Aber wenn du jeden Tag da rausgehst im Park, dir wird es nie langweilig. Nein, langweilig. Mir ist nie langweilig im Park. Mir gefällt es, in der Natur zu sein. Wanderungen zu machen, in die Berge zu gehen und die Natur zu beobachten. Und jede Jahreszeit ist auch so unterschiedlich. Das ist schön und weckt meine Leidenschaft. Die Leidenschaft, die merkt man mit jeder Faser. Danke vielmals. Ich weiss, dass du nämlich heute noch weit ins Gebiet rausgehst. Ich lasse dich weiterarbeiten. Grazie. Das Fernglas? Ja. Dann gebe ich wieder Ciao, zurück. Binja. Ciao, thank you.
Das war's. Wir sind fast am Ende unserer Reise durch 5 Naturparks. Dieser hier ist der älteste und dient der Schweiz, aber auch dem Ausland als großes Vorbild. Ich staune, dass bereits die Generation unserer Urgroßeltern, die Gründerväter von 1914, verstanden hatten, wie wichtig Naturschutz ist. Es vergingen dann fast 100 Jahre, bis man 2007 neue Regionalparks gründete. Sie erinnern sich vielleicht, wie mir in der ersten Folge der Gründer des Silvals erklärte, dass man immer Kompromisse eingehen muss, um solche Projekte durchzusetzen. Kompromisse mit der Wirtschaft, mit dem Tourismus oder mit dem Straßenverkehr. Wer weiß, vielleicht würden sich die Gründerväter im Grab umdrehen, denn seither hat sich die Situation dramatisch verschlechtert. Die UNO-Experten sagen, dass wir 3 Jahre Zeit haben, um alles zu ändern. Tun wir es nicht, fahren wir gegen die Wand. Einfach wird es nicht und ich weiß nicht, ob wir es schaffen werden. Ich möchte, dass unsere Urenkel in 100 Jahren sagen können, sie haben alles verstanden, sie haben entsprechend gehandelt und den Planeten gerettet. Ich möchte daran glauben und ich hoffe, Sie auch. Moi j'ai envie d'y croire, j'espère que vous aussi. Unser Moderationstrio ist am Ende seiner Reise durch den Schweizerischen Nationalpark angekommen. Zum Abschied treffen sie sich wie immer zum Essen und gemeinsamen Austausch. Jetzt ein Picknick? Wenn man so essen darf, hat Wandern einen besonderen Charme. Was hat dich im Schweizerischen Nationalpark am meisten berührt? Ich bin ja schon häufig als Besucherin hierher gekommen, aber mir war nicht bewusst, wie viel Forschung das hier betrieben wird. Aber es macht natürlich auch Sinn. Ich meine, der Park, der spielt quasi in der oberste Liga der Schutzgebiete. Tiere und Pflanzen können sich da wirklich sehr frei entfalten. Und jetzt hat man Daten von über 100 Jahren und kann anhand von denen natürlich sehr gut die Entwicklungen bis jetzt ablesen. Aber es ist natürlich auch sehr wertvoll für die zukünftigen Generationen. Du hast ja selber da geforscht. Ja, so ist es. Ich konnte hier als Forscher arbeiten. Es war eine große Ehre, Teil der Forschungsgruppe zu sein, die diese Tradition hier im Nationalpark weiterführt. Für einen Biologen ist es unbezahlbar, in solch einem Freiluftlabor zu arbeiten. Ich fühle mich hier fast wie zu Hause. Ein kleines Paradies. Ich habe diese paradiesische Seite genauso genossen wie ihr, aber ich habe auch die Kehrseite der Medaille gesehen. Ich denke, dass wir überall in der Welt das gleiche Problem haben. Einerseits wollen wir die Natur mit strengen Regeln schützen, andererseits gibt es diese Umweltverschmutzung, die wir nicht ganz verhindern können. Meine Hoffnung ist, dass wir auch mit Hilfe der Forschung Lösungen finden, die auch anderswo in der Schweiz und weltweit angewendet werden könnten. Ja, genau, Lösungen muss man definitiv finden. Lösungen ist man auch dran am Finden. Mittlerweile gibt es 20 Parks von nationaler Bedeutung in der Schweiz. 5 haben sie jetzt schon zusammen mit uns entdeckt. Danke vielmals für das und ganz viel Spass beim Entdecken von weiterer schöner Natur in der Schweiz. Und natürlich auch gute Sorge dazu. Salut, a bientôt. Grazie a tutti, arrivederci. Ciao.